Hallo und herzlich willkommen zu Master Reboot, dem sagenumwobenen Spiel, in dem es um künstliche Intelligenzen geht. Nee, eigentlich geht es hier um Seelen. Es geht um Seelen. Wir spielen ein Horrorspiel immer noch. Muss ich mir manchmal, wenn ich den Startbildschirm sehe, muss ich ja... Wo? Habt ihr das gesehen? Muss ich mir das manchmal nochmal selber in Erinnerung rufen, dass wir ja ein Horrorspiel spielen mit einem schönen, kuscheligen, großen Teddybär, einem Flugzeug, das hier rumfliegt. Dann haben wir hier noch, Flugzeugsitze. Ach, guck mal, das ist vom Strand. Ja, so ein Schirm, der da oben rumfliegt. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt auch schon wieder etwas her. Und, wisst ihr noch? Da ist es nämlich. Ich muss da ganz kurz zu Beginn was sagen, ne? Ich hätte gar nicht gedacht, dass Master Reboot so oft angeschaut wird, also von so vielen angeschaut wird, was mich selber total unter Druck setzt, weil das ja so ein Rätselspiel ist auch und wir haben ja, also da waren ja einige Dinge, da habe ich aus Versehen nicht gut gespielt, ne? Aber ich bin ja regulär immer so, ich lasse mich ja eigentlich schon gar nichts aus der Ruhe bringen, nur bei den Zahlen denke ich mir, oh Gott, du musst das jetzt total gut spielen, du musst die Geschichte sofort verstehen und aber ich bin halt auch nur ein Mensch, ne? Also wenn ich mal etwas nicht sofort rall, was ja ab und zu mal vorkommt, dann bitte seht es mir nach. Hier haben wir übrigens die Schaukel noch. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch überrascht vom Spiel. Aber da gab es eine Theorie in den Kommentaren. Ich habe euch ja gesagt, schreibt mir nochmal eure Theorien in die Kommentare. Was denkt ihr, sind wir in Madisons Erinnerung oder was ist mit Astrid passiert? Was hat Astrid genau hier mit der Soul Cloud zu tun? War sie nur eine Mitarbeiterin oder nur ein Testsubjekt oder eventuell sogar eine Mitgründerin? Man weiß es nicht. Und vor allem, was ist mit Kali? Kali, die ja die Madison anscheinend nicht so mochte und den David auch nicht. Oder vielleicht mochte sie ja den David und die Madison nicht. Wir wissen es immer noch nicht wirklich hundertprozentig. Und ich weiß auch nicht, wenn wir das Spiel jetzt durchspielen, ob wir die Antworten direkt bekommen. Denn ich habe gehört, es gibt noch ein alternatives Ende, das wir natürlich dann auch noch spielen werden. Nur ich konnte mich, also ich will mich nicht zu spoilern, deswegen konnte ich da auch noch nicht so viel ergoogeln. Und eine Theorie fand ich sehr interessant. Bin ich gar nicht drauf gekommen. Könnte natürlich auch falsch sein, aber Siren sieht der Madison doch erschreckend ähnlich. Es kann auch sein, dass Siren, das Abwehrprogramm der Soul Cloud, was ja auch noch nicht hundertprozentig ist, aber nehmen wir mal an, sie ist das Abwehrprogramm, ne? Quasi der Schutz. Wir sind ja höchstwahrscheinlich in Madisons Erinnerung. Vielleicht nimmt ja Siren immer die Gestalt desjenigen an, in dessen Erinnerung wir uns befinden. Das ist doch schon etwas komplexer Spiel. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und es könnte aber auch Kali sein. Ne? Siren hat schwarze Haare, Kali hatte schwarze Haare, Astrid hatte kurze Haare und Astrid... Da wurde ja der Tod vorausgesagt, um das auch nochmal einzuwerfen, dass sie nämlich Leukämie hat und deswegen an diesem Testprogramm, oder nee, als Testperson geeignet wäre hier für die Soul Cloud. So, nochmal zur Erinnerung, das Spiel heißt Master Reboot, ich denke, und wir wissen, dass Erinnerungen korrupt sind, dass Dateien kaputt sind und Master Reboot, es muss einen kompletten Reboot geben, damit alles wieder clean ist, damit die Soul Cloud wieder gefüttert werden kann mit neuen Informationen. Was natürlich dann auch heißt, dass die Toten, die auch wirklich tot sind, in ihrer physischen Gestalt, dass die dann wirklich komplett weg sind. Auch für die, für die Angehörigen. So, jetzt möchte ich aber nicht mehr, jetzt Beach Memory hatten wir als letztes. Wir können ja noch einmal zur Auffrischung, gehen wir mal hier hin, ne? So, da haben wir die Madison und den David am Strand. Ja, die beiden haben sich verlobt. Miss Madison Jones, Madison Ree, Mrs. Madison Ree, Mr. David Ree. Ach, das ist so süß. Ah, warte mal. Moment mal. Die Firma, das M, habe ich jetzt wirklich nicht ergoogelt. Hieß das nicht? Ich weiß es nicht. Hieß das nicht Mystery? Das hieß Mystery. Aber dann wären ja Madison
und David, die Gründer von Mystery. Da! Mein Kopf ist gerade so... Okay. Ich merke mir das. Mystery. Ich meine nämlich, das wird auch mit einem I geschrieben. Deswegen habe ich jetzt gerade so... Moment mal. Das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. E? Ja, Carly war eifersüchtig und wollte sich wohl den David schnappen. Ja, Carly, das wollte der David aber nicht. Wohlmöglich hat Carly vielleicht irgendwas mit den korrupten Daten zu tun? Ich weiß es nicht. Das sind so viele Sachen gerade, so viele Dinge in meinem Kopf vom Spiel. Und ich weiß, dass alles so weit hergeholt ist, aber auch in den Kommentaren war das ja so, dass die Theorien so weit auseinandergehen. Und das spricht auf jeden Fall fürs Spiel. So, Carly wollte nicht zur Einladung kommen. Dear Madison, thank you. Ja, und Astrid ist natürlich, Astrid wollte auf jeden Fall die Brautjungfer sein. Und es könnte sein, dass ich vielleicht aus Versehen gleich mal aufstoße, denn ich habe gerade ziemlich viel mit Kohlensäure getrunken. Lass du was trinken, mal da stehen. Hospital Memory. Wer ist da im Krankenhaus? Wir werden es jetzt erfahren. Nach dem Ladebildschirm. Na super. Da war auch schon die Siren, die da im flackernden Flur sitzt. Super. Ja. Nee. Nö. Gerade ist angefangen zu spielen, sofort. Schön da sitzen bleiben. Ach so. Oh, Ente, du bist mir ja eine. Wie habe ich es jetzt? Ah, okay. Linke Maustaste. Ein Bett. Wände. Ja, alles klar. Schön, ne? Da wird man begrüßt mit einem Schrei. Und Simon verschwindet. Oder taucht wieder auf, man weiß es nicht. Oh, nein, oh Gott. Ja, kann das bitte wieder anbleiben? Hier war gerade eine Ente, da. Oh, Morgenshire. Astrid Pattinson, oh nein. Am 26. Oktober 24. Copy of Entry. Death. Female. Achso, Moment, ich weiß, es passt nicht, aber ich mache mal ein trauriges Pausengesicht, damit ihr auf Pause drücken könnt und euch das in Ruhe durchlesen könnt. So. Ja, Leukämie. Sie ist an Leukämie gestorben. 27. Oktober. Wurde nur 24 Jahre alt. Ja. Astrid ist tot. Wir merken uns mal Oktober 24. Cloud Program. Ah, sie war Programmiererin. Mystery, da steht's mit I. Mystery Foundation. Merkt man, wie langsam ich hier gerade das Ding. Okay, Mystery Foundation. Heißt das. Ganz kurz. Heißt das, Madison und David haben die Mystery Foundation gegründet? Haben ja Astrid wurde ja einen Job angeboten von Madison, glaube ich. Das muss, ja doch, klar, das war von Madison im Flugzeug. Ich wüsste gerade, weil ich gerade viel Sabber im Mund habe. Im Flugzeug und hat da jetzt, Astrid hat als Programmiererin gearbeitet, wird jetzt aber auch der Soul Cloud hinzugefügt. Was sind da hinten? Hallo? Ich habe wahrscheinlich jetzt... Was? Das ist sehr schön, das gucken... Oh Gott, 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 ist das laut, ist das laut? Was? Okay. Okay, bevor wir da vorne hingehen, gucke ich mir das nochmal an. Das können wir uns nicht nochmal angucken. Hallo! Ja, das ist toll! Schön! Sie ist so fröhlich hier. Ah, eine Ente! Medical Record, Madison Jones.
Mädel, was? Was? Achso, Pause im Gesicht. Okay. Madison ist, Madison wurde eingeliefert, wurde reanimiert und liegt seitdem im Koma. So, Datum, Datum. Kein Datum. Nein, nur Geburtsdatum. Verdammt, kein Datum. Und da ist sie noch eine Miss. Das heißt, die waren noch nicht verheiratet. Eieieiei. Das ist interessant. Und jetzt überleg mal, in wessen Erinnerung sind wir jetzt? Ist das wirklich Madisons Erinnerung? Oder doch die von Astrid? Oder von Carly? Oder von David? Wir wissen es nicht. Ja, warum ist es denn so dunkel hier? Schön. Oh ja, Siren wartet. Lass mich mal kurz hier. Kommt bestimmt wieder was Cooles. Ach so. Ja. Ist okay. Ja. Guck mal. Das ist nicht mehr so, dass die Seele in den Himmel auffährt. Warte. Die Daten, die fallen. Das ist so bekloppt einfach nur. Mystery Foundation. Okay, weiter geht's. Mach keinen Mist. Ja. Sie hat auf jeden Fall keinen Mist gemacht. Noch nicht. Ja, nee, das Blöde ist natürlich, ich muss jetzt einmal daher. Was ist denn hier so Tolles gewesen? Gar nichts. Mein Gott, wie groß ist es denn hier? Das ist doof. Ich renne jetzt. Wow. Wow. Hui. Ich weiß, sie hat mich darauf hingewiesen, dass auf dem Spielplatz war ich nicht alleine. Das mit dem Schatten, das ist mir in der Aufnahme nicht aufgefallen. Okay, hier müssen wir gleich hin. Zwei brauchen wir noch. Boah, diese blöde Kuh. Hallo. Ja, schon. Jeder hat Angst vor dem Tod. Oder... Oder gibt es irgendjemanden, der sagt, hey, cool, tot. Nee. Oh, komm. Oh, ist das nicht dein Ernst, oder? Oh, ja, da oben ist irgendwas und... Ich habe schlechte Erinnerungen an Schullevel. Denn das war der erste super fiese Jumpscare. Ich weiß nicht, was es bringt, wenn man die Luft anhält, aber... Oh! Schon wieder! Das ist der gleiche Jumpscare! Ja. Ich drücke. Aber jetzt weiß ich, was mich erwartet. Da hinten ist eine Ente und die werde ich mir schnappen. Ach, die kenne ich schon. Miststück! So. Ich hatte, glaube ich, die falsche Taste gerade gedrückt. Nämlich gar keine. Ich habe die Maus gedrückt und... Hey! Haust du rein! Nicht mehr lange. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Ich erwarte jetzt... There's no shame in getting help. I provide professional help in a relaxed and safe environment. I have a experience and dealing. Ja, mein Englisch ist der absolute Knaller. John Rowlands. Ein Psychologe, aber wer ist denn M? Wieso sollte Madison schreiben, there's no shame in getting help? Zu wem?
Ich meine, es ist die Hospital-Erinnerung. Und theoretisch könnte... Das war scheiße mit den Geräuschen. Ups. Theoretisch könnten wir... Das sind doch... Wir haben die Erinnerung von... Ich muss reden. Wir haben die Erinnerung von Madison, von Astrid hier. Und eventuell noch von allen anderen. Ah, get well soon. Please don't leave me. I can't live without you. Kali. Kali, zu wem hast du... Für wem ist die Nachricht? Okay, wir haben Kali, wir haben... Wer ist das da? Wer folgt mir?